wissen, wie riskant dieses Geständnis ist. Wieso? Sie haben bald ihr Geld. Wieso haben Sie damals den Schuldschein nicht zu Ihrem Vater geschickt? Das ging nicht, der war so krank. Wer sagt denn, dass ich einen Kredit aufgenommen habe? Ich könnte das Geld ja auch auf andere Weise bekommen haben. Vielleicht habe ich es ja von einem Verehrer, wenn man ganz gut aussieht, so wie ich. Hat meine kleine Naschkatze wieder genascht? Hast du wirklich nicht einen kleinen Abstecher gewonnen? Jetzt lass doch mal sein! Jetzt erschrick doch nicht gleich, es war doch nur ein Scherz. Hast du unseren Doktor eingeladen? Ja, natürlich ist er bei uns. Guten Wein habe ich bestellt. Ach, Nora. Glaubst du, ich bin selten auf heute Abend voll? Ich mich auch. Und die Kinder erst. Schön zu wissen, dass man endlich eine gute und sichere Stellung hat, die auch noch gut bezahlt ist. Nie und nimmer ist das wahr. Ach was. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich. Es muss unmöglich sein. Ich bin hier, um Arbeit zu suchen. Ja. Schließlich muss man von etwas leben, Herr Doktor. Ja, ja, das ist ja eine sehr weit verbreitete Ansicht, nicht wahr? Ach, na ja, so toll sagen Sie, wollen ja auch von was leben, oder? Ja, sicherlich. Ich will leben und es mir gut gehen lassen. Kein Pflichtgefühl! Du hast mein Glück zerstört. Ich werde oft an dich und an die Kinder denken. Und an das Haus hier, ganz sicher. Aber ich darf dir doch schreiben. Nein. Dir was schicken. Nein. Dir helfen, wenn du was brauchst. Nein. Ich nehme von Fremden nichts an.